Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen heute auf Ploxy.net wieder einmal. Keine Sorge, keine Sorge, keine Sorge. Demnächst kommen auch wieder Videos auf Revi, vielleicht ein paar Trollrunden oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich entschuldige mich auch ganz doll für den krassen Hall, den ihr hört. Ich hoffe, das ist nicht zu stark. Hallo! Ja, doch, es geht. Sehr schlimm. Es tut mir leid. Ich bin gerade, wie gesagt, in meine neue Wohnung eingezogen. Und zwar seit vorgestern, also seit Donnerstag. Das Problem ist, es hängen auch nicht so viele Bilder und ein Teppich liegt zwar, aber es bringt nicht so viel und so. Darum halt das im Video. Es tut mir leid, ich hoffe, dass ich in den nächsten 1, 2, 3, spätestens nächsten, also ich hoffe zum nächsten dritten Video, dass ich das geschafft habe. Bis dahin, darum kommen auch so unregelmäßig Videos. Aber, liebe Leute, darum soll es heute gar nicht gehen. Ich wollte nur kurz erklären, warum es halten könnte. Und zwar befinden wir uns ja, wie gesagt, auf Ploxy.net, das ist ja mein Server. Was geht im Chat ab, Alter? Okay. Gut, auf jeden Fall habe ich heute mal vor, ein paar Leuten Game Mode zu geben. Einfach mal wieder zu gucken, was können denn andere Leute mit Game Mode anfangen? Was die für einen Scheiß machen? Darum probieren wir das einfach mal aus. Das bedeutet, ich suche mir gleich einen random Spieler aus. Dann gehen wir Game Mode und ich hoffe wirklich, dass das nicht eskaliert. Es sind nicht mehr so viele Leute online, denn es ist schon knapp 12:30. Gar nicht wahr, es ist 11:30, 23:34 um genau zu sein. Und, bei Quadrix hat es gut erkannt, der Server ist irgendwie nice, ist wunderbar, freut mich. Die Adresse ist ploxy.net. Und jetzt würde ich sagen, machen wir /tp und tab. Wir gucken einfach mal. Gehen wir da. Oh, ich habe Airlof gesammelt. Jan Dafalgan, okay. Ich droppe immer so eine Erde wieder. Ich glaube, der ist neu, oder? Der hat schon Beacon. Der hat schon ein bisschen gefarmt. Na gut. Wir geben einfach mal GM1 für Jan. Ich bin mal gespannt, was er macht. Sagt er irgendwas? Nee. Er macht stumpf. Weiter. Hä? Oh, ist das ein Komplize? Ist er hier getrusted? Nee. Wer ist das? Hä? Arbeiten die zu. Schick mal TPA. Wer ist das? Was will er? Ich check. Wer ist das? Hackt der? Nee. Was eine Nervensäge. Er springt einfach vor ihn. Entschuldigung. Aber was macht der? Er baut einfach weiter. Also nur, dass ihr seht hier, wenn ich ihn hitte. Er hat Game Mode. Definitiv. Aber es bringt ihm einfach nichts. Hä? Du bist der langweiligste Spieler mit Game Mode überhaupt. Was ist los mit dem? Also wenn ich auf einem Server Game Mode hätte, würde ich es entweder melden oder zumindest gucken, was man so machen kann. Vielleicht einfach ein bisschen random rumfliegen. Also ich würde natürlich den Server nicht schaden wollen oder so. Das macht man nicht. Auch an eurer Stelle. Jetzt ist er. Hä? Wie hieß der? Jan irgendwas, ne? Da. Hä? Wo ist. Ach da. Ach, wir sind in der Farm. Okay, okay. Hä? Was wird der Flashmob, die wir jetzt von dem? Okay. Übrigens, ich muss mich ganz krass für euren mega coolen Support bedanken. Das ist richtig abnormal, wie viele Leute sich bei uns im Shop schon rangekauft haben. Vielen, vielen, vielen Dank für den krassen Support. Finde ich echt mega cool. Und ihr könnt auch gerne mal bei uns im Forum vorbeischauen. ploxy.net/forum. Da könnt ihr, wenn ihr irgendwelche coolen Ideen habt, was ihr euch wünscht auf dem Server. Okay, jetzt ist Flashmob hier. Er ist weg. Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Jetzt ist er wieder bei sich. Okay. Gut, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ihr seht jetzt auch in hier. Und nochmal eingeblendet. Passendes Timing. Perfekt. Besucht uns im Forum. Da könnt ihr gerne mal reingehen. Wenn ihr auch irgendwelche coolen Ideen habt, was ihr noch euch so auf dem Server wünscht, einfach unbedingt mal Bescheid sagen. Schreibt es gerne ins Forum rein. Auch dort könnt ihr übrigens Spieler melden und Bugs melden und so weiter und so fort. Und Entwarnungsanträge schreiben. Falls ihr mal gegen die Regeln verstoßen habt, machen wir beim ersten Mal eventuell eine Ausnahme, wenn wir davon überzeugt sind, dass ihr euch beim nächsten Mal benehmen könnt und aus Fehlern lernt. Hä? MC Flashmob? Hat der... Sian? Oh. In Sian. LOL! Ach, die arbeiten zusammen! Okay, okay. Das muss man auch erstmal wissen. Das heißt Flashmob und Dings. Aber du hast Game Mode. Hier, Leute, er hat immer noch. Oh. Kein Game Mode mehr. Hupala. Hat er das gemerkt? Ich gebe einfach mal wieder Game Mode. Zack. Hier, Leute. Ne? Kein Game Mode. Er hat jetzt wieder Game Mode. Aber ist ihm völlig egal.
Aber... Digga, mach doch mal was Spannendes. Das steht einfach nur an seinem Plot. Hat er sich irgendwas Gutes geholt? Imfsi, Jan? Nö, tonnenweise Holz. Wow. Das ist natürlich übelst OP. Das ist wahnsinnig krass. Ich würde sagen, vielleicht ist er ein bisschen Brain AFK. Wir setzen ihn mal wieder in Game Mode 0. Dann kann er in Ruhe weiterbauen. Wir suchen uns den nächsten Spieler. Vielleicht hat er ja Bock und checkt nach irgendwas. Es ist natürlich schon spät. Kann sein, dass er es gar nicht sieht. Wen nehmen wir denn dann mal? Wir gehen erstmal zu dem Shindo. Dann machen wir so und zack. Jetzt sind wir beim Diamantenboy. Ist der da? Hallo, bist du da? Er kann mich natürlich nicht sehen. Ich bin im Vanish. Er ist nicht da. Gut, dann gehen wir direkt zum nächsten. Gar kein Problem. Oh, Jona 2. Ist der da? Die sind alle AFK. Warum? Leute, ihr könnt Game Mode kriegen, wenn ihr da seid. Oh, der ist da. Bei Andy Skill. Game 1, 6. Den Namen muss ich mir unbedingt merken. Infzi. Okay, er hat nichts drin, als eine giftige Kartoffel und Pfeile. Es ist natürlich ein Stevie oder Alex, ich habe keine Ahnung. Ich weiß immer nicht, wie man die beiden auseinanderhalten soll. Aber er checkt auch nicht, dass er Game Mode hat, scheinbar. Ich gehe mal schon hoch. Was macht er jetzt? Er fliegt nicht. Ich glaube aber, der hackt. Weil der ist sehr schnell. Ach gut, man hat hier aber Schnelligkeit von Beacon. Guck mal, da ist mein NCP. Ist das nicht cool? Was machst du da jetzt? Checkt keiner von euch, dass ihr Game Mode habt? Ohne Witz, ihr seid die langweiligsten Leute. Wobei, das ist natürlich auch cool. So kann man vielleicht davon ausgehen, dass die keine Scheiße bauen würden, wenn die... Oh, ich glaube, er hat es entdeckt. Nee, noch nicht. EC? Nee, auch nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe gar nichts mehr. Digga, du hast Game Mode 1. Du kannst dir alle Items geben, die du haben willst. Aber er macht nichts. Okay. Was macht der da jetzt? Dann gehen wir ihn halt wieder Game Mode 0. Was, Jan hieß der, ne? Was macht er denn jetzt? Er ist schon wieder in der Farmwelt. Was macht der immer noch? Oh, wir geben hier mal. GM1 Jan. Jetzt zwei Bieten hier. Okay. Ach, baut er sich hier ein Haus? Komisch. Aber warum baut man sich ein Haus in der Farmwelt? Also ja, klar, es ist eine Insel, das ist ganz cool. Vielleicht will er so ein bisschen Inselfeeling haben. Keine Ahnung. P-Time Deck. So, dann kriegt er nämlich gar nichts davon mit, wenn plötzlich in der... Alles klar, Infzi Jan. Okay, er ist sich, ja gut, er hat gecheckt, dass er Game Mode hat. Er hat eindeutig gecheckt, dass er Game Mode hat. Okay, okay, mein Freund, okay. Jetzt baut er einfach tonnenweise Beacon hin. Wow. Das ist das Merkwürdigste, was ich jemals gesehen habe. Okay. Was bringt ihm das? Wir rechnen mal, wir fassen kurz zusammen. Er hat Game Mode 1, kann sich alles geben, er baut einfach hier tonnenweise Beacon hin. Es interessiert ihn halt auch gar nicht, dass er irgendwie Game Mode hat. Er schreibt nicht, er baut einfach für sich ganz in Ruhe. Das ist beeindruckend. Ist hier noch irgendwas anderes? Nee. Er baut in aller Seelenruhe seinen Diamant, aus Diamantblock bestehenden... Okay. Er ändert jetzt tatsächlich den kompletten Weg. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Warum? Was bringt dir das? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gar nicht. Wir helfen ihm mal, weil es dauert eine Stunde. Push 1 und 2. Replace. Wozu Diamant Block. So. Juckt ihn das? Es juckt ihn halt auch gar nicht, ne? Null. Es ist ihm völlig gleichgültig. Er baut einfach weiter. Okay, Leute. Ich glaube, wir kriegen keine lustige Folge hin, kein nichts Spannendes. Alle, die Game Mode haben, checken es entweder nicht, sind AFK oder machen irgendwas aus Diablöcken und Biegen. Okay, ja gut, wenn er das möchte. Und Drach. Okay. Ja, aber will er das verkaufen oder was? Ha. Gut, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir die Folge.
Gut, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir dieses Video. Es scheint nichts Spannendes und Krasses mehr zu passieren. Von daher wünsche ich euch trotzdem noch ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch trotzdem diese Folge gefallen... Habe mega OP... Okay... Warum? Der weiß aber schon, dass die Leute alles abbauen können. Die werden ihn instant griefen, glaube ich. Okay, Leute, wir gucken uns doch mal ganz kurz an, falls irgendjemand kommen sollte. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, denn wer hört schon auf jemanden, der keinen Rang hat? Tim ist online. Hoffentlich juckt ihn das... hoffentlich lenkt ihn das nicht ab. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich juckt ihn das nicht. Er macht dir einfach... Ui Gott, dein Ernst. Du machst das Hässlichste, was ich jemals gesehen habe. Oh mein Gott. Ja, aber es ist auch einfach ultra hässlich. Guck mal, man sieht nicht gar nichts. Das ist doch einfach Abfall, oder? Liebe Leute, was denkt ihr dazu? Schreibt eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ihr seht übrigens gerade, ich habe einen Screenshot gemacht. Ja, ja. Okay, Glas. Wow, krass. Das ist das Thumbnail, falls ihr nicht erkannt habt. Denn scheinbar ist es doch ein bisschen lustiger geworden. Was können wir denn nochmal machen? Ja, töten kann ich noch nicht, weil im Game Mode 1 ist. Aber gut, Leute, an dieser Stelle beende ich dann trotzdem jetzt das Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir gerne in Form einer positiven Bewertung. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und somit keine weiteren Folgen verfassen wollt. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao. Okay, Leute, sorry, ganz kurz nochmal, ich melde mich gerade aus dem Schnitt. Ich habe jetzt gerade gecheckt, dass ich vielleicht einfach mal gucken kann, was er bei dem Dings gesetzt hat. Das ist ein Home, was er sich gesetzt hat. Das können wir in der Datenbank nachgucken. Dazu muss ich erstmal die War Farm Welt. War Spawn Farm Welt, genau. War Farm Welt. Guck mal, das Team. Und dann gehe ich mich zu diesen Koordinaten. Das ist das, wo er gewesen ist. Jetzt seht ihr das auch. Also könnt ihr, wenn ihr schnell genug seid, ich lasse ein paar Items über, baut die gerne ab. Ist gar kein Problem. Und hier soll irgendwo noch was sein, weil da war jetzt in den letzten, weiß nicht, Viertelstunde oder so, ganz, ganz, ganz oft in der Farmwelt. Ich gehe einfach mal in den Game Mode 3. Oh. Ich kann gar nicht in Game Mode 3 gehen, weil Tim das ausgeschaltet hat. Lieber Tim, wenn du das Video siehst. Ich brauche Game Mode 3, ich kann doch nicht rumgucken jetzt. Ich kann doch nicht alles abbauen, das dauert ja Jahre. Okay, dann machen wir es doch. Okay, hier ist eine Höhle. Eine Höhle. Ist irgendwas, was aussieht, als wenn es gebaut wurde? Nee, ne? Also er hat sich halt ziemlich oft hier hingebaut. Oh, hier, oder? Auch nicht. Ich hätte halt schwören können, dass hier irgendwo noch eine Dings ist, wie bei hier in der auf Bausucht damals, wo die ganzen Leute sich da diese OP-Sachen in der Farmwelt gebaut haben. Diese Scammer-Mafia. Grüße gehen übrigens nicht raus. Ja, hier ist aber echt nichts. Okay, hier ist das Gebäude von... Ich verstehe es nicht. Hier vielleicht? Hier geht es auch nur runter, ne? Ja, hier ist auch nur ein Zombie. Ja gut, vielleicht hat er tatsächlich einfach nur so ein bisschen... Ich hätte halt schwören können, dass hier irgendwas ist, weil das halt so komisch aussah mit dem Gebauten. Es war nichts. Gut, wir müssen mal umstellen, dass wir trotzdem in den Game Mode 3 gehen können in der Farmwelt. Und dann sollte das klappen. Okay, hier kommt man wieder raus. Komisch. Hier vielleicht? Auch nur Sand, ne? Naja, wow. Schade, schade. Naja, gut. Ich habe mir halt, gedacht, so, ja, komm, der geht 100 Mal in die Farmwelt. Das bringt doch gar nichts. Oh mein Gott, ey. Krass. Warte, warte, warte. Okay. Muss mir kurz die Koordinaten merken. Was? Warte, das ist 9 mal 6. Alter. Ist das sein... Gut, vielleicht muss ich ganz kurz aus dem Kontext ziehen. Ich habe Smaragdblöcke. Warum habe ich Smaragdblöcke? Ich muss vielleicht kurz aus dem Kontext ziehen. Oder euch den Kontext erklären. Wir hatten einen Game Mode 1 Bug. Aber das macht ja auch keinen Sinn, weil ich habe ihm ja Game Mode gegeben, als ob er wirklich so dreist ist. Hat er überhaupt noch Game Mode? GM0? Ist er noch online? Jan, wie hieß denn der? Jan. Da, ist er das? Ja, okay. Oh, die sind alle im Speck. Nice. Ja, Beacon. Sind auch Smaragdblöcke. Krass, ja. Oh, ich weiß übrigens nicht, warum man das macht, ne? Ich habe ihm echt vertraut, was das angeht. Ich dachte mir so, komm. Und dann bin ich einfach off-lag gegangen und habe vergessen. Oh, ich habe einfach vergessen, die Sachen wegzunehmen oder den Game Mode wegzunehmen.
Ihr könnt aber trotzdem sehr gerne hier hinkommen, euch ein paar Items abbauen. Ich werde das ein bisschen reduzieren, weil das ist doch schon sehr krass, allein von den Köpfen her. Aber das hier unten werde ich definitiv abbauen, denn es ist ein bisschen krass. Die ganze Kiste voller Dragon Eggs, Smaragdblöcke, das kommt alles weg. Clear. So. Diesen Haufen hier könnt ihr euch gerne holen. Ich lasse ein paar Köpfe über, so dass ihr es auch seht, was, dass es sich lohnt. Passt auf. So. Ne, wobei, wir machen es anders. Die Köpfe baue ich alle ab. Ihr könnt euch ja auch über einen Charge Creeper quasi die Köpfe holen. Dann machen wir das nämlich so. Dann können die hier noch weg. Die Zombie-Köpfe. Die Skelettköpfe können auch weg. Aber ich lasse euch die restlichen Bieten hier stehen. Das heißt, die Leute, die als erstes das Video sehen und sich hier tippen und das Video bis hierhin geguckt haben, die werden jetzt mitbekommen, dass ich das gleich rüber kopiere. Ich habe nämlich extra ein bisschen gewartet, um zu gucken, wer treue Zuschauer sind. Pause 1. Und wie das auch bis zum Ende guckt. Pause 2. Expand 20 down. Cut. Okay, das ist ein bisschen viel gewesen. Das ist egal. Und wir gehen jetzt mit Speed 10. Richtig schön weit weg von der Stelle. So, und zwar hier hin. Und hier machen wir Paste. Okay, vielleicht gehen wir doch ein bisschen tiefer. So. Gut. Wir sind exakt bei den Koordinaten. Ihr habt es gesehen. Pausiert das Video, wenn es sein muss. Speed 1. Hier könnt ihr euch jetzt, wenn ihr mögt, die Items holen. Guck mal, jetzt gibt es einen schönen Block-Update. Das ist mega nice. Hier könnt ihr abbauen. Ihr habt es gesehen, Leute, die bis hierhin geguckt haben, haben ein Anrecht darauf, sich die Items zu holen. Die, die ersten sind, werden natürlich am meisten kriegen, logischerweise. Weil der Rest noch nicht abgefarmt sein wird. Gehe ich zumindest einfach mal stark von aus, weil ich weiß, wie schnell ihr im Items-Farmen seid. Sobald es irgendwo mal was zu holen gibt, gratis. Ist aber ja nicht Schlimmes, ist ja nicht Schlimmes, ist ja gut. Geht hier hin in die Farmwelt, hier sind noch einmal die Koordinaten, sonst macht auch Pause. Gönnt euch die Items und jetzt aber wirklich, ich bin jetzt am Schneiden, den Rest kennt ihr. Danke fürs Zuschauen und ciao.